Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Hunter und Friends. Und ja, ich bin hoffentlich auch einer der Freunde. Ich wollte gerade sagen, ihr fragt euch, what the fuck, wie viele Freunde schleppt Hunter denn jetzt noch an? Und wo ist überhaupt Hunter, ist ja die Frage. Und können, ja, wenn Hunter nicht da ist, darf man überhaupt Freund sagen von Hunter? Ja, oder? Ja, das ist vielleicht der Trick. Ja. Aber wir sind, würde ich sagen, Freunde. Wir sind aber nicht nur Freunde, denn das erklärt so ein bisschen, wer ich bin. Immer wenn hier mal gesprochen wird von den Leuten hinter den Kulissen, die irgendwas machen, bin oft ich damit gemeint. Denn ich bin mit der dritten BerlinCon angefangen, zu dem sozusagen Team dazuzustoßen, das dann Dinge organisiert hat. Die BerlinCon organisiert hat, damals noch im Kühlerhaus, dann mit Alex in der Station, die sich auch um Hunter und Kron bei ganz vielen Sachen kümmern, jetzt bei Hunter und Friends sich um die Dinge kümmern. Und ich jetzt mir dachte, es wird mal Zeit, aus dem Schatten zu treten und dieses wundervolle Spiel mit diesem wunderbaren Mann zu spielen. Die Frage ist, welchen Schatten er meint. Welche Person wirft den Schatten oder ist es ein Gegenstand? Das lassen wir eurer Fantasie. Oder welches Filmzitat war es. Und Cantaloupe ist eigentlich ein Abenteuer. Nee, es ist kein Abenteuerbuch, es ist ein Point-and-Click-Adventure, könnte man so ja, sagen. Ja, Mann, ich sag mal, du darfst Abenteuerbuch sagen, weil es sagt selber von sich ein interaktives Abenteuerbuch. Also, ist alles, du darfst es so nennen, wie es sich selbst nennt. Aber ja. Ja, es damit kommen wir direkt zu dem Punkt, wir lesen keines kleinen Vorteil. Wir lesen mal, worum es hier geht. Ach ja. Und fangen damit mal fast direkt an, denn es ist so ein bisschen noch eine Art, ich würde nicht sagen Format, aber es könnte der Auftakt zu etwas Großem werden. Ich möchte mal sagen, du, wir nennen es... Du fängst jetzt an mit diesem Phrasen. Ein kleiner Schritt für Andreas, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ein großer Schritt in die, ich würde mal sagen, Unvorbereitetheit. Wer weiß. Denn wir haben dieses wundervolle Buch geschickt bekommen von Lookout Games und möchten uns das angucken. Wir kennen es aber noch gar nicht. Und das ist ja was Neues auf dem Kanal, mal Sachen zu besprechen, die wir aber gar nicht kennen. Das munkelt man. Pete und ich spielen viele Sachen, ja, die wir stimmt. noch nicht kennen. Ja. Aber ja, ist okay. Ja. Ist okay. Wir tun vielleicht so, als wenn wir es genau. mehr kennen würden. Wer weiß. Und deswegen möchten wir nur an dieser Stelle, deswegen erwähne ich es, eine deutliche, wirklich sehr ausdrückliche Spoilerwarnung hier abgeben. Denn es ist ein Abenteuerbuch. Man erlebt eine Geschichte, durch die man spielt, die man über mehrere... vielleicht Kapitel, Seiten, wir werden es erleben, entdeckt, erleben kann. Und wir wollen das mal anspielen, weil wir selber gerade Lust haben, das zu spielen. Wir wollen uns das angucken und nicht nachher nur drüber berichten, was man alles Tolles machen kann, weil es erzählt sich dann immer so, ja, es gibt Dekodierscheiben, es gibt dieses und jenes. Wir dachten uns, es macht viel mehr Spaß, es einfach zu spielen. Es ist auch irgendwie interessanter. Natürlich spielen wir das nicht durch, sondern gucken uns das nur am Anfang mal jetzt ja, ein paar Szenen weil an. Durchspielen würde bedeuten 5 bis 8 Stunden. Allerdings kann das Spiel auch gespeichert werden. Wir werden vielleicht auch erfahren, wie. Rätsel, Spaß steht hier. Alleine oder mit Freunden. Wir haben uns für die Variante mit Freunden entschieden. Und ein Mitmach-Thriller ab 16 Jahren. Was das mit der 16 auf sich hat, werden wir vielleicht erfahren. Vielleicht gibt es hier schlüpfrige Anspielungen. Mord und Totschlag. Mord und ich bin, ja. Was macht eigentlich FSK 16? Mehr Mord oder mehr Nacktheit? In Deutschland. Ich glaube, Sprache vielleicht auch. Sprache, Gewalt. Nackte Gewalt, heilige Sprache. Keine Angst, wir nackt ziehen uns vielleicht. Heute nicht ich glaub, aus. Wenn es nackt wir wird, gucken. Ist es schon fast 18, könnte ich mir. Weiß ja. ich so ungefähr. Oder vielleicht auch Inhalt, dass der Inhalt schon für 12-Jährige zu hochtrabend ist. Naja, ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Ja. Wir sind mal es gucken. Geht in jedem Fall, ja. Mal gucken, ob wir 16 genug sind. Aber ja. Es geht auf jeden Fall, ich lese kurz mal hier diesen Hintergrundtext vor, was hier überhaupt passiert. Denn es geht bei Cantaloupe um einen Einbruch in den Knast. Cantaloupe, Einbruch in den Knast. Hook Carpenter ist charismatisch, einfallsreich und ein Gauner. Und obwohl er zu den Besten seines Fachs gehört, wurde er vor 10 Jahren hintergangen und musste untertauchen. Jetzt ist er zurück in Cantaloupe, dem Ort des Verbrechens, und sinnt auf Rache. Doch für seinen Plan benötigt er ein Team. Dumm nur, dass der beste Hacker der Stadt im Gefängnis sitzt. Zeit also für einen Einbruch in den Knast. Ich kann jetzt noch mich für die Rolle des besten Hackers der Stadt bewerben. Dann sitzt du schon im Knast. Dann sitze ich schon im Knast. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nur noch mal zur Übersicht. Hier haben wir 3 Taschen.
da haben wir schon zu Beginn, wir haben das Tutorial uns tatsächlich schon mal angeguckt. Es gibt hier einen auf den nächsten Seiten, zeigen wir euch auch kurz ein paar Regelerklärungen. Da sehen wir, dass wir aus diesen Taschen die Karte 12 und die Karte 38 herausnehmen sollen. Ebenso wie diese... Ja, Inventarübersicht. Immer wenn wir Gegenstände kombinieren, die nicht in den einzelnen Szenen da sind, sondern Karten von den Szenen quasi losgelöst sind, müssen wir in dieses Inventar schauen. Dann haben wir hier so eine Karte bekommen. Da können wir sozusagen einzelne Zustände markieren. Mit diesen ja bestimmten, ich frage mich, wie war das Wording nochmal? Anzeiger nennen die hier das Ganze. Mit diesen Anzeigern können wir in bestimmten Situationen andere Gespräche oder andere Sachen dann lesen. Dann ist so ein Beispiel, hast du den Anzeiger A1, dann kannst du diesen Text lesen. Dann haben wir schon eine Postkarte hier rausgeholt. Den Anzeiger A1, seht ihr nur, haben wir schon abgestrichen. Den haben wir nämlich schon. Genau. Und die Karten, nur nochmal, um es zu sagen, die ich hier rausgeholt habe, ist einmal eine Lupe und einmal ein Mobiltelefon. Entschuldigung, Alex, dass ich dich unterbreche. Ganz kurz, was wir da gelernt haben, ist, dass man die so zusammenlegen kann und dann nimmt man die kleinste Karte zuerst. Die oben in der Ecke ist eine Zahl. Dann legen wir die so zusammen und würden dann jetzt die H7P5 vorlesen. Und hier sieht man auf diesen Karten, dass da unendlich viele kleine Buchstaben sind. Und dann würde man diese Dekodierscheibe nehmen, diese rote, und die hier drüber legen. Und dann könnte man den entsprechenden Text lesen. Die sind im Buch auch immer so angegeben. Genau, ich habe dich unterbrochen. Wir haben noch die wundervolle Karte. Du hast es schön gesagt, H7P5. Wir können es ja mehr als Beispiel machen. Wir würden also das Mobiltelefon mit der Lupe untersuchen und stellen fest, der Akku ist bei 100%. Wo habe ich denn Mikes Nummer? Gut, weiter mit dem Tutorial. Ja, wir haben die Postkarte. Da sind schon mal unterschiedliche Orte abgebildet. Die sollen wir allerdings erstmal zur Seite legen. Und natürlich, ganz wichtig, wir brauchen auf jeden Fall immer diese Rotscheibe. Und wir haben hier schon einen Teil des Prologs ganz am Anfang, der uns so ein bisschen in die Geschichte einführt. Den darfst du jetzt mal vorlesen, Andreas. Teil 1. Einbruch in den Knast. Das Genre der sogenannten Point-and-Click-Abenteurer für den PC gibt es schon seit 1976. In diesen übernimmst du die Rolle eines Charakters in einer interaktiven Geschichte, die maßgeblich vom Lösen von Rätseln und dem Erkunden der Spielewelt getrieben wird. Die bekanntesten Vertreter seiner Art sind Myst, The Walking Dead von Telltale sowie eine Reihe von Spielen über ein gewisses Affenarchipel. Naja, siehst du, wir haben es schon. Monkey Island und so LucasArts-Klassiker, Full Throttle. Ich weiß nicht, ob man die nicht nennen wollte, damit wir genau sowas sagen an der Stelle. Damit vielleicht jetzt, oder? Mit Lucas. Hast du The Walking Dead eigentlich gespielt von Telltale? LucasArts Games demnächst. Ja, stimmt, vielleicht werden die wieder Monkey Island beleben. Days of Tentacle, Maniac Mansion, so viel großartig. Ja, ich habe sie alle gespielt, natürlich. Simon Max sogar, wobei ich nicht mehr weiß, ob das... Ja, doch, auf jeden Fall. Und da haben wir auch Telltale Games sogar noch eine neue Series aufgelegt. Ich habe tatsächlich aber nie The Walking Dead gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Die erste Season habe ich gemacht, bei Season 2 bin ich dann schon nicht mehr hinterhergekommen. Kann man auch empfehlen. Du hattest deine PlayStation-Phase, wie sich das gehört, mit 14 bis 18. Ja, noch ein bisschen später. Walking Dead, Telltale Games, das ist ja erst vor 2-3 Jahren entstanden, sozusagen. Ist aber, ja, oder auf jeden Fall ab 16, kann man sagen. Verdammte Axt. So geht es weiter mit dem Affenarchipel, die ihr als Kind schon geliebt habt. In der Tat, so ist es. Das vorliegende Spiel setzt diese Spielmechanismen komplett ohne elektronische Hilfsmittel um. Anders ausgedrückt, hältst du ein Point-and-Click-Abenteuerbuch, Abenteuer im Buchformat in den Händen und wirst dich darin mit Charakteren unterhalten, Gegenstände kombinieren, Rätsel lösen und die einzigartige Welt erkunden, um in der Geschichte voranzukommen. Dann haben wir hier aufgelistet, was wir alles für Spielmaterialien haben. Natürlich mit dem Hinweis, dass wir uns nichts angucken dürfen oder umblättern dürfen oder irgendwas uns natürlich durchlesen dürfen, bevor wir da nicht ausdrücklich zu aufgefordert werden. Was wir natürlich selbstverständlich schon getan haben. Ja, jein, wir haben das Tutorial natürlich gemacht. Prolog. Du hast die Motor- und Bremsleuchten vor der Abfahrt gleich zweimal überprüft. Ich frage mich, ist es so sinnig, Bremsleuchte und was, die Motorleuchten? Ich weiß gar nicht, was ist denn eine Motorleuchte? Ist das die Signalleuchte im Cockpit? Also Bremsleuchte ist vielleicht dieser Klassiker, man will nicht von der Polizei angehalten werden. Und das gleich zweimal überprüft. Und das gleich zweimal, ja. Aber er will ja in den Knast einbrechen. Ja, aber er will ja nicht, ja genau, er will nicht angehalten werden. Aber die Motorleuchte ist die Motorkontrollleuchte vermutlich.
Mhm. Aber ich habe sie tatsächlich noch nie überprüft. Alte Gewohnheit. Naja, die ist, ich glaube, das ist eher das Problem, wenn die angeht. Mhm. Oder? Also, oder aus. Vielleicht erleben wir es, was passiert. Ja. Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen. So, ach so, er ist ein, ach ja, so ein Mann mit zum Tick vielleicht, sind wir hier, der diese Gewohnheit nicht ablegen kann. Wir werden es erleben. Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen. Sogar jetzt noch ertappst du dich dabei, wie du deine Augen über die Straßenränder streifen lässt und dich immer wieder daran erinnern musst, auch mal zu atmen. Ach, tief durchatmen, ja. Draußen zu sein fühlt sich immer noch seltsam an. Aber es war Zeit. Du konntest nicht mehr einfach da sitzen und es ertragen. Deine Knöchel am Lenkrad des weißen Sprinters werden ganz blass, als rechts sein Schild erscheint. Cantaloupe, Home of Wyatt Industries. Bevölkerung 53.052. Ob man sich das merken muss. Alle an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wyatt Industries. Gibt es viele, viele tolle Anspielungen. Du bist angekommen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Um dich zu beruhigen, drehst du California Dreaming auf und kurbelst ein Fenster runter, um Luft zu atmen. Oh, wie sehr du diesen Ort vermisst. Ja, es ist auch ein Ort an der Küste. Also von daher, das kann man schon verstehen irgendwie, dass in so einer kleinen Bucht freut man sich auf den Club sogar. Ja, also da ist einiges los. Und Fortsetzung folgt. Jetzt kommt einiges an Regelteilen, aber das werden wir sozusagen im Spiel dann euch nochmal mitgeben. Das bedeutet, wir werden jetzt den Prolog schon mal fortsetzen. Wir haben unser Handy aufladen können an der Zigarettensteckdose im Auto. Allerdings haben wir Mikes Telefonnummer nicht im Handy gehabt, haben aber eine Visitenkarte von Mike gehabt. Glücklicherweise ist uns dann unser Passwort fürs Handy wieder eingefallen. Das haben wir schon mal so einen ersten Code hingekriegt. Und jetzt rufen wir Mike einfach mal an. Ja. Mike, ich bin's, Hook. Wie geht's dir, Kumpel? Ich glaub's nicht, Alter. Alter Falter. Sid, weißt du, wer gerade anruft? Du, das wirst du nicht glauben. Es ist Hook. Ja, genau, der. Meine Güte, wie lange ist das schon her? 10 Jahre? Das muss so ungefähr passen. Freut mich zu hören, dass ihr beide noch zusammen seid. Grüß Sid von mir. Hey Sid, soll ich grüßen? Hey Mike, du solltest ihr Gesicht sehen. Sie kann es nicht fassen. Und ich auch nicht. Wo warst du denn die ganzen Jahre? Weißt du, hier und da. Hauptsächlich in der Schweiz. Ja, in der Schweiz, genau. Ja, du weißt schon, nicht unbedingt meine erste Wahl, aber die Flagge ist ein großes Plus. Die Flagge, ich merke schon, deine Witze sind nicht besser geworden. Ich freue mich total, deine Stimme zu hören. Alter, wirklich, ich habe mich immer wieder gefragt, was du wohl gerade machst. Gut zu wissen, Mike, dass du noch lebst. Ja, danke ebenfalls. Also, aber ich vermute, du rufst nicht nur an, um über alte Zeiten zu reden. Nein, leider nicht. Darf ich mal kurz unterbrechen? Du rufst zu einem schlechten Zeitpunkt an. Ich bin im Moment noch nicht mal in Cantaloupe, sondern am Strand von Bali. Sid und ich machen eine Kreuzfahrt. Kannst du das glauben? Sorry. Was ist, Schatzi? Warte mal kurz. Hook, bist du noch dran? Ja, noch dran. Sid will wissen, ob du zurück in Cantaloupe bist. Als ob. Ich habe ja gleich gesagt, dass du nicht so dumm wärst, zum Ort des Verbrechens zurückzukehren, aber sie... Doch, ich bin wieder in Cantaloupe. Okay. Ich habe die ganze Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich mich an White für das rächen könnte, was sie mir angetan hat. Und jetzt hat sich die perfekte Gelegenheit dafür aufgetan. Hook, sag nicht, du meinst das ITP? Ich werde es ihm stehlen, so wie er mir 10 Jahre meines Lebens gestohlen hat, Mike. Also, das will ich sehen. Sid, meinst du, wir können, sag ich doch. Ach, sei still, du olle Hexe. Du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Wir sprechen später drüber, okay? Ey, Hook, sorry, Kumpel, aber ich glaube, du musst es allein durchziehen. Ich muss zur Abwechslung mal mit meiner Familie etwas Zeit verbringen. Außerdem, ey, Alter, ich bin echt alt geworden. Du solltest mal meine Krähenfüße sehen. Ich glaube, ich werde keine große Hilfe mehr. Ja, vollkommen in Ordnung. Könntest du mir wenigstens helfen, ein Team zusammenzustellen? Ich brauche mindestens 2 Leute. Sorry, Kumpel, natürlich würde ich dir gerne helfen, aber seitdem White sowas wie der Hüter der Stadt ist,
Hast du es eigentlich mitbekommen? Die wollen ihn sogar zum Bürgermeister machen. Ja, habe ich gehört. Tja, seitdem der alles im Griff hat, sind die guten Leute alle weg aus Canteloup. Wahrscheinlich auch wegen dir. Irgendjemand muss doch noch da sein. Mike, du kennst mich. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ich brauche nur ein paar Namen. Gut. Lass mich mal schauen. Was brauchst du? Ich brauche einen Hacker und eine Frau in Rot. Hacker und eine Frau in Rot, sagt er. Ja. Sid, überleg doch auch mal. Naja, du könntest einfach eine Zivilistin als Frau in Rot engagieren. Eine Zivilistin? Na sicher. Hast du mit Kalkoff nicht mitbekommen? Der letztes Jahr darüber in Biarritz einen großen Raub durchgezogen. Und das ohne einen einzigen Profi am Start. Vielleicht findest du ja wen, der die Kohle gut gebrauchen kann. Na, wird man drüber nachdenken. Danke. Sid, was sagst du? Nicht dein Ernst. Er wird doch nicht. Möchtest du es ihm sagen? Gut, dann halt ich. Hook, wie dringend brauchst du einen Hacker? Äußerst. Tja, da ist so ein junger Kerl, den sie Fly nennen. Er ist gut. Sid sagt, er ist besser als Jimmy, die Schraube. Ich vermute, es ist deine einzige Option. Besser als Jimmy, die Schraube? Hör ich da ein Aber? Er sitzt gerade. Sie haben ihn für irgendeine Kleinigkeit eingebuchtet. Hatte was mit Steuern und seiner Mutter zu tun. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber er ist echt gut. Er braucht nur ein wenig Führung. Ja, Führung hat er gerade in seinem Führungszeugnis wahrscheinlich abgekriegt. Also, okay, danke. Ich glaube, ich werde ihn dann mal besser besuchen. Mach das, Hermann Kumpel. Hat mich echt gefreut, deine Stimme wieder zu hören. Falls du mal bei irgendetwas Hilfe brauchst, ruf mich an, hörst du? Ich kann es echt nicht glauben, dass ich den größten Coup meines Lebens verpasse, nur weil ich Urlaub auf Bali mache. Ja, und auch noch eine Kreuzfahrt, mein Junge. Du hast es einfach so gewollt, Alter. Genieß einfach die Sonne. Ja. Mann. Das ist ja hier Grenzgänger. Ein Klicken beendet das Gespräch. Du parkst vor dem alten Leuchtturm deiner Basis fürs Erste. Du trägst deine wenigen Habseligkeiten nach oben und setzt dich auf deine Matratze. In der Ferne vernimmst du die über alles überragende Villa von White. Du atmest tief durch, dann stehst du auf. Es geht los. Falls du es noch nicht gemacht hast, nimm dir jetzt die Karten Nummer 12 und 38 und hake A1 auf deinem Spielbogen ab. Haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir zum Schauplatz 01. Zack. Wup, wup. Jetzt geht's los. Und da seht ihr es schon, es ist der Leuchtturm. Genau. Gehen wir mal kurz ins Detail, um uns den mal anzugucken, wie der genau aussieht. Könnt ihr ein bisschen mitgucken, was da passiert. Aber was sehen wir denn hier? Wir sehen hier so eine runtergerotzte Matratze. Guck mal, hier haben wir die 02. Ja, da könnte man also den Ort wechseln. Wenn wir die Leiter runtergehen, gehen wir von 01 auf 02, macht man die jeweilige Seite auf. Aber wir haben hier auch einige Dinge. Ja? Freitag, den 12. Juni, ein Jahr wissen wir nicht. Hier können wir unterschiedliche Orte untersuchen. Hier hinten diese Halbinseln. Hier können wir das Pflaster auf dem... Ich denke auch. Hier unten haben wir Tee, den wir untersuchen können. Und hier den Leuchtturm vielleicht selbst, oder das zersprungene Glas vielleicht. Ich würde sagen, es gibt viel zu untersuchen. Dann lass uns doch gleich mal mit der Lupe etwas genauer angucken. Und zwar hier das große Leuchtmittel in der Mitte, um das mal hier für euch auch herauszufinden. Und dann hätten wir jetzt hier I3P5. Gucken wir mal, ob wir das hier finden. I3P5 haben wir direkt hier oben. Ja. Gucken wir uns mal an. Lampe untersuchen. Ich lasse sie meist den ganzen Tag brennen. Sie ist so heiß, dass ich meine Hemden darauf trocknen kann. Ah, okay, also es ist auf jeden Fall eine warme... Aber es liegen keine Hemden darauf, oder? Da liegen keine Hemden, aber da liegen so alte Fritten und allmögliches Scheiß drauf. Also okay. Ja, okay, ja. Dann gucken wir uns, können wir uns die... Ja, da können wir uns einfach M1E5 anschauen. Das ist sozusagen dann der Bereich, den sehen wir hier unten. Ja, da guckt man einfach sich das an. Teebeutel. Die lagen hier schon rum, als ich angekommen bin. Und sie haben ihr Verfallsdatum deutlich überschritten. Kaum zu glauben, dass die sich noch nicht aufgelöst haben. Was soll's, ich nehme ein paar mit. Hake D8 ab. Nimm Karte Nummer 21.
Ja, dann hak du doch mal D8 ab und ich greife hier mal in unsere Kartenbox. Vielleicht ist die Karte 21 sogar oben. Nee, ist sie nicht. Wir haben es hier schon nicht zack, unten, ne? Zack, zack. Ja, da ist die 21 und wer hätte das gedacht? Es sind Teebeutel. Wie macht ein Bräutigam seinen Tee? Er braut ihn. Den muss ich unbedingt Mike erzählen. Ja, diesen, den Witzehumor, den Hook da an Tag bringt, der ist, ja. Du jetzt also. Können wir auch den Teebeutel mit der Lupe untersuchen? Wir könnten den Teebeutel uns nochmal, also wir könnten den Teebeutel untersuchen oder wir könnten den Teebeutel kombinieren. Das wäre allerdings, das wäre jetzt eine Kombi. Ja, das wäre wahrscheinlich, ist jetzt glaube ich eher eine Kombination. M1I0. Ja, kannst du ja mal gucken, was da ist. Kriegen wir die Teesorte vielleicht raus? Gib's zu, du hattest keine Lust auf das Tutorial, oder? Ja, ja, ja. Aber ich sage, das wäre Kombination. Ja, wenn du zwei Gegenstände miteinander kombinierst oder die Lupe an einen Gegenstand hältst, musst du den erzeugten Code im Inventar nachschlagen und nicht am aktuellen Schauplatz. Los, worauf wartest du noch? Schlag dein Inventar auf und liest dort M1I0. Das machen wir doch gleich. G-H-I-J. Da ist es. K-M-1-I-0. Teebeutel untersuchen. Der Text auf dem Etikett ist ausgeblichen und unlesbar, aber sie riechen ein wenig nach Zitrone. Zitronentee. Lecker. Gut, dann haben wir jetzt hier den Teebeutel untersucht. Wie vielleicht hier diese kaputte Glasscherbe oder ja, was? Warum nicht? Das ist M1R2. M1, möchtest du lesen? Ja, gucken wir mal. Der Leuchtturm ist das. Meine Basis zumindest fürs Erste. Er hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber ich will mich nicht beschweren. Hey, aber immerhin zeigt der Kalender das richtige Datum. Okay, der 12., das hast du ja schon gesagt. Das heißt, wir könnten, weiß ich nicht, wir können hier mit der Lupe mal versuchen, da hinzuschauen. Vielleicht, gucken, oder? Macht das Sinn, da irgendwen anzurufen, dass wir das mit dem Telefon, kann man das mit nicht kombinieren? Mit dem Telefon? Wir haben ja keine Nummer von da hinten, macht irgendwie, aber ich frage mich, was soll ich mit der Lupe in die Ferne leuchten? Ja, die Lupe ist ja einfach nur ein Untersuchen sozusagen. Guck mal. Was heißt das eigentlich? Ist das Weiterblättern hier? Ja, das ist ein Umblättern. Ja. Den haben wir auf jeden Fall gefunden. Das ist ja schon mal was. Ja, nochmal vielleicht für die Lupe. Die Lupe ist quasi, wie könnte man sagen, unser Cursor, unser Klick. Ne? Das steht für Untersuchen, Ansprechen, ja, Nutzen. Ne? Also, das ist halt, also wir können hier mal in die Ferne schauen, würde ich schon dann mal sagen. Dann hätten wir M8I0. Könnten wir aber auch hier H5, das müssen beide, der Kasten muss einfach immer diesen Kasten haben. Ah, ja, okay. M8I0. So, dann gucken wir mal, was wir hier finden. Kente Loop untersuchen. Ich kann Whites Villa in der Ferne sehen. Lange wird es nicht mehr dauern, aber zuerst brauche ich ein Team. Mhm. Ja, aber du hast schon ganz richtig hier dieses Umblätterzeichen. Ich bin ja dafür, wenn ich mal hier uns 02 ankomme. Ja, wir können, ja, gehen wir einfach runter. Das ist letztendlich, erlaubt uns das wahrscheinlich genau. Auch. Wahrscheinlich das Gleiche, es ist genau die 02 und jetzt sind wir unten am unteren Ende des Leuchtturms. Ja, da sehen wir auch unseren Van. Man muss sagen, das ist aber nicht ganz weiß. Das stimmt. Ist eher so elfenbeinfarben. Aber es wird doch unser Van sein, oder? Ich vermute, dass das unser... Aber das können wir mal uns angucken. D4B1. Ist das unser Van? Ist das ein anderer Van? Van. Tja, mein alter Van. Okay. Wir haben zusammen viel durchgemacht. Hauptsächlich die Nächte auf deutschen Autobahnen. Guck mal, und ich gucke mir hier noch direkt diesen Müllhaufen an. Kann man das gut sehen? Ja, kann man sich. Hier, seht ihr, da unten ist so ein Haufen. Wir gucken euch, zeigen euch mal die ganze Seite hier. Genau. Jetzt haben wir uns. Ach, guck mal, da gibt es Ziegelsteine. Genau, das sind Ziegelsteine, da kann man wieder nach oben gehen. Aber guck mal, das ist hier vielleicht sogar dieses Fass. Und das hier sind da die Zahlen und Buchstaben auf der Tür. Da steht nämlich hier ABC, da ist ein Nummernzeichen und ein Haus. Ah, reingeritzt. Hier ist ein Poster, da steht Alice drauf. Mhm. Gucken wir uns auch gleich mal an. Ja. Okay, gucken wir uns erstmal hier die C6H3 an. Müllhaufen. Was? Ich soll den Müll durchwühlen? Na klar, warum auch nicht? Das wäre der einzige Unterschied zwischen einem Landstreicher und mir. Dass ich nur das unnütze Zeug behalte. Ja, 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 das ist ja der Klassiker. Der kann natürlich ein Fass, eine Leiter, passt alles in seine Tasche. Müll durchsuchen ist okay. Doch der wichtigste Trick bei Point-and-Click-Adventure. Wir wollen auf jeden Fall uns die Ziegelsteine. Oder willst du dir erstmal die Tür angucken? Weiß nicht, entscheide du. Vielleicht Ziegelsteine, können wir uns anschauen. Wir gucken uns ja alles an, auf jeden Fall. Sehr gut. Also K3I0. Tür untersuchen. Sieht aus wie eine alte Klotür.
Jemand hat da Lass Stecken drauf gespielt. Lass Stecken? Lass Stecken. Lass Stecken. Lass Stecken, okay. Wir haben also eine alte Klotür. Seltsam. Okay. Ich finde ja, so wie das hier so ein bisschen liegt, das sieht so ein bisschen aus, als wenn es so ein Katapult ist, weißt du? Wenn man hier was drauflegt, da raufspringt irgendwann. Vielleicht können wir da irgendwann mal einen Sack runterwerfen. Wer weiß. Dann gucken wir uns hier mal die Ziegelsteine genauer an. D6I0. Briefkasten untersuchen. Briefkasten? Ach, guck mal, das ist der Brief. Ah, okay, das ist hier der Fall noch da, nicht der. Ja, okay, okay. Huch, was ist denn das? Eine Postkarte. Yeah, haben wir eine Postkarte gefunden? Ah, so die alt. Postkarte. So alt, dass sie beinahe auseinanderfällt. Lieber vorsichtig anfassen. Hake H2 ab. Nimm die Postkarte. Ab jetzt kannst du mit ihrer Hilfe zu jedem Schauplatz oder Szene gehen, den du auf der Postkarte siehst. Geil. Immer wenn du deinen derzeitigen Schauplatz verlassen willst, suche dir auf der Postkarte einen neuen aus. Du kannst dies jederzeit tun. Manche Schauplätze sind noch verschlossen. Ja. Vorher musst du bestimmte Anzeige abhaken. Und das geschieht meist dann, wenn Hook von einem neuen Schauplatz erfährt. Na? Wohin geht's zuerst? Vergessen, wie man die Postkarte benutzt. Lies E6B2 im Inventar. Na, das können wir uns gerade noch merken. Hier auch eine coole Cantaloupe-Postkarte. Ja, voll schön. University of Cantaloupe. Und ja, wir haben hier drei Orte, die sind noch mit so einem Schloss gesperrt. Ja. Jazzclub, Staatsarchiv. Und wir können fahren zum Knast, in die Kirche und zum Leuchtturm. Ja. Und wir sind gerade am Leuchtturm. Wir sind gerade am Leuchtturm, aber wir wollen natürlich uns hier nochmal weiter umschauen. Wir haben hier noch das Plakat. Von Alice, ja, stimmt. K4P5. Hm? Plakat untersuchen. Das Plakat wirbt für das Blue Member, einen Jazzclub in der Stadt. Alice and the Cornerstones spielen dort. Eine Jazzsängerin? Hört sich nach einer guten Kandidatin für eine Frau in Rot an. Ja, Hake, Hake D3 ab. Okay. Cool. Das heißt, macht denn eigentlich die Frau in Rot? Macht die Frau in Rot wirklich nur das Ablenkungsmanöver? Ist die nur für diesen einen Move da? Hast du die Frau? Die Frau in Rot ist doch in Matrix. Ja, ich weiß, aber die ist ja. Ich weiß, aber die ist ja schon noch mehr als nur das Ablenkungsmanöver. Ja, aber in der ersten Szene guckt er ja einfach nur hinterher und ist abgelenkt. Das ist halt die Ablenkung. Ja, stimmt. Das ist die Ablenkung. Das ist okay. Das heißt, wer zieht in der nächsten Folge das Kleid in Rot an? Ja, immer der Jazzclub ist leider noch gesperrt. Doch, D3 haben wir jetzt gefunden. Ah, wir haben D3. Ja, deswegen können wir jetzt in den Jazzclub. Gehen wir gleich in den Jazzclub oder gehen wir in die Kirche? Sind wir so linear? Also, da mein Bruder Jazzmusiker ist, würde ich sagen, gehen wir in den Jazzclub. Okay. Außerdem haben wir letztens Disney Souls erst geguckt. Keine Werbung an dieser Stelle. Aber keine Werbung an dieser Stelle. Ja, das hat Spaß gemacht. Das und deswegen bin ich tatsächlich sehr stark für Jazzclub. Okay. Dann ist es natürlich ganz klar, wir haben hier alles, oder? Wir haben wir haben hier erstmal alles Offensichtliche, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ja. Gibt es hier auch so versteckte, wie bei vielleicht anderen Spielen, das so kleine Zahlen? So kleine, ich glaube eigentlich nicht, oder? Wissen wir nicht so richtig. Sieht erstmal nicht so aus. Das heißt aber, wir können jetzt den Ort 12 aufsuchen. Ah ja. Ach so, mit so zack an der Seite. Mhm, sehr schön gemacht, zack, zack, muss man sagen. Zack. Seht ihr, da könnt ihr an der Seite, das ist das hier nummeriert, wenn man zu den Orten springt. Sehr schön gemacht. Oh, guck mal. Jetzt sind wir im Blue Mamba. Blue Mamba. Oh, da ist ein Licht aus hier. Das B ist defekt. Ist ein Blue Mama. Jazz in my pants. Ist ein Blue Mama. Ja, Blue Mama. Jazz sucks. Jazz oh, guck mal, hier gibt's gleich ein paar Begrüßungsdrink. Sehr cool. Hier ist Ay Caramba. Ay Caramba. Kann man sich den Graffiti... Oh, hier gibt's eine Truhe. Cool. Wie können wir denn den Mond... Wir können den Mond untersuchen. Ja, komm, wir untersuchen den Mond. Ich glaube, wir kommen erstmal nicht rein. Aber wir untersuchen erstmal den Mond. Ja, ich meine, wir kommen in Z6... P5. Vielleicht müssen wir den in Z6, P5. Mond untersuchen. Merkwürdig auf einmal ist es Nacht. Ja. Die Entwickler des Spiels haben wohl was genommen. Ja, möglich. Ja, ja, das war ein, wir sind zu Fuß. Wir sind zu großartig. Fuß. Wir sind zu ganz Fuß gegangen. Ja, der Humor, der geht natürlich auch so in so schöne Richtung. Ja, dann gucken wir uns erstmal alles an hier, oder? Blue Mama. Was da 5, los? 7, E7. Möchtest du mal lesen? Oder? M5, E7. Hm. Ja, nee, mach mal. Das ist ja auf deiner Seite. Leuchtschrift. Das Blue Mamba, der einzige und damit heißeste Jazzclub der ganzen Stadt. Z0R3. Ja, haben wir hier unten das Graffiti Ay Caramba. Ne? Z0R3. Graffiti, Ay Caramba. Aber sowas von. T1, Z7. Verstehe. Wir unten. T1, Z7 ist die Hafenanlage. Na, schau mal einer an. Die MS Rosenberg. Okay. Steht da nicht dran, ne? Na, vielleicht hier ein ganz klein. Wenn das mal nicht versteckte Grüße sind, würde ich sagen. Bestimmt, ja. Ja.
Vielleicht fällt uns das noch zu einer Farm, das Schiff später. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, oder wie, wenn da Tiere sich vermehren, dann wissen wir, dass auch wenn da vier Tiere stehen, nur ein Okay, Paar das rauskommt. Heißt, eigentlich können wir doch jetzt nur mit dem guten Mann hier interagieren. Wir untersuchen mal die Tür. Ja, ist der Mann, genau, es ist der Mann. Mit diesen Kästen, da muss man wirklich sagen, es ist ja dann immer, wo so die Ecke hin zeigt. Ja? Also nicht sich verwirren lassen, der Pfeil ist nur für die Kodierung zuständig, sondern wo hier so diese Ecke ist. Also es ist, also sprechen, wir sprechen ihn an. Wir sprechen den Türsteher an und Andreas hat, entweder spricht er mit Henkern oder mit kriminellen Leuten, das ist alles so. Also Z0, I0, was haben wir da? Geh zu Szene J. J. Szene J und das ist jetzt eine Sache, die hatten wir quasi das erste Mal jetzt hier schon im Tutorial. Das ist nämlich ein Gespräch und da gehen wir jetzt sozusagen zu Szene J und dann reden wir mit... Ich glaube, ein weiter. Hier ah, eins weiter. Ah ja, Szene J, genau, das ist richtig. Genau, hier siehst du da, Szene J, der Türsteher vom Blue Mamba. Ich bin der Türsteher, du warst doch hier. Ja, mach, wir machen mal. Ich mach mal den Türsteher. Okay. Ey, du da, möchtest du einen Drink? Hake E2 ab. Oh, wollen, die nimm Frage Karte ist, 24. Die Frage ist, wir nehmen also einen Drink. E2 hast du gesagt? Ja, natürlich nehmen wir einen Drink. E2, ja. Du... Also, du trinkst auch alles, was vor so einem komischen, ja. So ein Typ mit der Fokuhila, der... Und vor allen Dingen in Berlin möchte ich mal den Türsteher erleben, der mir einen Drink ausgibt. Ja, ja, ja. Deswegen. Es ist ja auch ein Cantaloupe. Oh, wir haben einen Cocktail gefunden. Und zwar, die Farbe sieht sehr suspekt aus. Ich lasse lieber die Finger davon. Ja, wir haben jetzt also hier einen Cocktail. Wir könnten den Cocktail genauer untersuchen. Wollen wir den Cocktail mal genauer untersuchen, bevor wir Wie im Blue Mamba-Style auch ein blauer Cocktail. Ja, ne? Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nämlich wieder in unserem Inventar gucken. Guck mal bei R9P5. Da ist es. Cocktail untersuchen. Die blaue Farbe scheint von der exotischen Pflanze im Drink zu kommen. Eine exotische Pflanze, auch mit so einer Wurzel. Okay, vielleicht kann man die auch als Tee kochen. Ja, okay. Na klar, warum nicht? Was ist denn drin? Sieht so blau aus. Was weiß ich denn? Nimm ihn und trink. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Wo wir gerade dabei sind, lässt du mich rein? Ich habe was zu erledigen. Ja, kann ich deinen Ausweis sehen? Nun, das hoffe ich doch, denn ich habe keinen in der Blindenschrift. Sehr lustig. Aber ohne Ausweis kommst du nicht rein, du Clown. Ich habe aber keinen. Den muss mein Hund gefressen haben. Dann kommst du auch da nicht rein. Ja, wieso denn? Wieso gebt ihr denn Cocktails aus, wenn ihr die Leute nicht reinlasst? Keine Ahnung. Ich folge nur meinen Anweisungen. Also, na gut, ey, aber wie wär's, wenn ihr einen Witz erzähle und wenn du lachen musst, dann lässt du mich rein. Vergiss es, an mir kommt keiner vorbei. Na komm, ey, der ist echt lustig. Hör mal, ein Hund, eine Ente und ein Priester gehen in eine Bar. Sieht so aus, als bräuchte die Bar einen besseren Türsteher. Ja, ja, okay. Was ist denn mit dem hier? Wer lässt denn schon eine Ente rein? Die scheißen überall hin und quaken rum, als ob der Teufel hinter ihnen her wäre. Echt dumme Vögel, das kann ich dir sagen. Ja, ja, schon gut, ich hab's kapiert. Dann halt nicht. Gibt's irgendwas, was ich tun kann, damit du deine Meinung änderst? Wie wär's denn mit, sagen wir mal, einem Bonbonpapier und einem bunten Fussel? Der Boss hat gesagt, wenn ich diesen Job behalten will, dann darf ich mich nicht bestechen lassen. Noch nicht einmal mit einem feinen Fussel, wie du ihn hast. Bist du auch Sammler? Sammler? Von was denn? Von Fusseln? Du brauchst dich nicht schämen. Ich habe daheim mehrere Gläser voll. Hast du deine schon mal gefärbt? Bei mir fallen so ungefähr 2 Gläser pro Jahr. Hauptsächlich aus dem Bauchnabel. Aber ich bin ja da nicht so wählerig, woher sie kommen, wenn du weißt, was ich meine. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gehört habe. Und du bist ab sofort meine liebste Person auf der ganzen Welt. Ah, wirklich? Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich liebe es nur mal. Dinge zu sammeln, dann hab ich was zu tun. Kinokarten, Limo-Dosen, abgeschnittene Fußnägel, Zuckerwürfelpäckchen, Sammelkarten. Wenn man es sammeln kann, dann sammel ich es. Kann gar nicht genug davon kriegen. Tja, weißt du, wovon ich gar nicht genug kriegen kann? Von diesem Gefühl, einem Freund geholfen zu haben. Und diesem dankbaren Lächeln, das man dann nie wieder vergisst.
Beispielsweise würde ich von Ohr zu Ohr grinsen, wenn du mich reinlässt. Versuchst du mir klug zu kommen? Damit kommst du nicht weit. Ich bewache diese Tür mit meinem Leben, wenn es sein muss. Aber seitdem ich hier angekommen bin, hat doch kein anderer versucht, in diese Bar zu gelangen. Und das ist schon eine ganze Weile. Das hier scheint alles andere als der begehrteste Ort der Stadt zu sein. Braucht dein Post denn überhaupt keine Kunden, um sich über Wasser zu halten? Ich mache hier nicht die Regeln, Freundchen. Der Boss hat alles im Griff. Ja, alles klar. Bis später. Gehe zurück zu Schauplatz 12 und anscheinend können wir hier erst wieder reden, wenn wir den Hinweis E9 oder den Anzeiger E9 haben. Ja, also er ist ein freudiger Fusselsammler. Und ich bin ein fantastischer Witzeerzähler. Auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage ist, haben wir auch Fussel jetzt hier im Bauchnabel? Okay, also irgendwas, was zum Sammeln oder Fussel. Und er hat ja auch sowas gesagt, Fusseln. Wie färbt ihr Sachen auch ein? Und der blaue Cocktail, der ist, also kann auf jeden Fall was einfärben. Man kann vielleicht, wenn wir einen Fussel finden, den mit dem Cocktail einfärben, weil dann haben wir einen krass blauen Fussel. Das stimmt, aber wo findet man Fussel? In der Kirche vielleicht? Oder in Fleißwg noch viel eher. Ja, aber haben wir denn schon Hinweis? B4 bräuchten wir. B4 haben wir nicht. Wir haben E2, H2, D3, D8. Ja, dann gehen wir in die Kirche. In Knast, schon Knast in Knast oder gehen. Kirche? Ich würde ja wär fast eher für die. Aber findet man in der Kirche Fussel? Naja, Fussel kann man überall finden. Aber die reden von Fusseln oder auch von Staub auf dem Boden oder so. Nee, Kirchen werden, glaube ich, gut gewinnert. Ich finde trotzdem Kirche nicht uninteressant. Ja, wir machen uns auf. In Szene 19, ja. Zu Szene 19. Zack, zack, zack. Ort, ich glaube Ort wäre der... Zum Ort Nummer zum Ort 19. 19. Oh, die Kirche. Oh, wir können auf jeden Fall das Wasser einfärben vielleicht. Das Weihwasser? Ja, ich weiß nicht, ich habe da... Die Priester werden es uns danken. Es gibt hier auf jeden Fall eine Treppe nach oben. Wir können uns das Schild anschauen. Was haben wir denn hier? Da das ist so die Spendenbox. Die Spenden, ne? Sieht es aus. Aber irgendwie haben Leute schon was daneben geworfen. Ja. Oder da kann man eine Karte... Guck mal, in das Buch hier kann man gar nicht reinlesen. Kann man nicht schauen. Und sich die schöne Stadt... Oh, ich will einfach den Drink ins Wasser kippen. Geht denn das? Oder wollen wir den Teebeutel ins Wasser einstellen? Zitronentee. Ich weiß nicht. Wir können das Wasser erstmal untersuchen. Machen wir das erstmal, dass er uns einen Hinweis gibt. M6P5, und das müsste auch auf der Seite hier sein. M6P5, ja, ist es. Perfekt. Taufbecken untersuchen, falls H4, nope. Haben wir nicht, H2 haben wir, dann nicht. Falls H4 oder H3? Nee, haben wir noch nicht, okay. Haben sonst steht hier nur frisch aufgefüllt. Vielleicht brauchen wir Wasser, wir brauchen einen Becher oder so, wir wissen es noch nicht. Wir können, aber ich bin ja auch mal gespannt, was ist, wenn man so absurde Sachen macht, was dann passiert. Sowas wie, wollen wir den Teebeutel mal ins Wasser halten? Einfach nur mal zu gucken. Ich will gerne mal meinen Teebeutel. Vielleicht ist denn der Teebeutel aufgebraucht. Guck mal. G5X9 gibt es das denn? G5X9 ist hier drüben. Ja, stimmt. Taufbecken plus Teebeutel. Falls J9 haben wir auch nicht, oder? Nee, haben wir leider nicht. Sowieso, sollte ich das tun? Ja, wer weiß. Dann lass uns doch hier mal X4Z2 nehmen. Gucken wir, was diese kleine Münzbox ist. Kerzenkasse, falls E8. Haben wir nicht. Haben wir auch nicht. E3. Haben wir auch nicht, wir haben E2. Man kann hier Kerzen kaufen. Ich denke mal, eine einzelne Münze wird man hier schon nicht vermissen. Hake F5 ab, nimm Karte Nummer 6. Oh, wir nehmen uns eine Kerze. Nummer 6, stimmt's? Oh, die Kerze, die kann man auf dem heißen, die kann man schmelzen. Auf dem Leuchtturm. Wachs. Vielleicht mit einem Abdruck oder so. Ja, genau. Und damit können wir den Fussel rausholen aus unserem Bauch. Ihr seht schon, die Fetisch-Jungs haben schon. Nee, warte, was haben wir? Nee, wir wollten was 6. anderes. Nee. Was war das? C4Z2. X4Z2. Hier waren wir jetzt selber abgelenkt, aber das ist. Karte 6, doch. Ist das 6, ja? Ach doch, ja, ich dachte, wir kriegen eine Kerze. Nee, wir haben eine Münze. Okay. Ja. Eine Münze aus dem Jahr 1964. Wenn wir E3 oder E8 haben, dann dürfen wir hier was machen. Haben wir aber noch nicht. Okay. Also irgendwas, aber wir können jetzt die Münze untersuchen eigentlich, oder? Wir können uns die Münze nochmal genauer angucken. Und da müssen wir wieder ins Inventar gucken. Und zwar haben wir dann I2P5.
I2 muss ja irgendwo hier sein. I2, P5. Münze nutzen. Kopf oder Zahl? Du wirfst die Münze. Kopf! Wusste ich doch. Was hast du erwartet? Naja, okay. Witzig. Ja, okay, da haben wir die nur noch. Aber es ist ja auch Nutzen. Sehr, ne? Cool, das ja, dass die an echt alles gedacht haben. Ja. Selbst so kleine Details mit auf, finde ich total stark. Macht total Spaß. So, okay, also Münze. Wir haben jetzt einen Cocktail, einen Teebeutel, Münze, unser Mobiltelefon. Dann gucken wir uns nochmal das Schild zur Treppe an. Das haben wir E0C1. E0, bitte.de. Wo ist es? Gibt's nicht. Doch, da oben. Schild. Diesem Schild nach sind es 194 Stufen bis zur Turmspitze. Okay, ich würde sagen... Gehen wir die 100. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ja. Wir gehen nach oben. Wir gehen auf die Turmspitze, und zwar 194 Stufen. Sind wir außer Atem. Oh, was ist hier? Was ist da? Wir wissen es nicht, aber es ist irgendwas. Jetzt sind wir oben. Magnet. Oha, der könnte nützlich sein. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür, aber man kann ja noch kommen. Ist da ein Magnet? Dürfen wir was Hake nehmen? Hake C6 ab und nimm Karte 15. Da, ja, ich musste erstmal Luft holen. Ja, ist ja richtig. Ja, ja, dich machen die... Ich dachte, du bist besser in... Ich bin heute schon joggen gewesen, ja, deswegen, mit dem Fahrrad gefahren. Deswegen, du bist doch ganz, ganz gut dabei. Wir haben einen Magneten bekommen. Ein Industriemagnet, mit dem man schwere Metallteile heben kann. Oh, gab es irgendwas in den Docks? Nee, gab es noch nicht. Haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee. Haben wir noch aber nicht cool, gesehen. Legen wir in unseren Vorrat. Wir zeigen euch hier auch noch mal kurz den... Glockentopf. Man muss sagen, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin froh, dass die Glocke da überhaupt noch hängt. Eigentlich eher oben an dem kleinen, ja, an dem kleinen Weltkugel, ja, oder? Ja. Da ist bestimmt so ein Hahn oder sowas oben drauf. Dann gucken wir uns erstmal weiter die Sachen an, die wir hier sehen können. D8J4, bist du? Ja. Ziegelstein. Nanu, hey. Dieser Ziegelstein ist ja locker. Nachdem ich 15 Minuten daran gezerrt und gezogen habe, ja, sehr gut. Darfst du endlich A7 abhaken. A7. Und wir dürfen uns die Karte 5 nehmen. Man muss festhalten, wenn wir jetzt einen Ziegelstein nehmen, ja, den mussten wir, ja, wir haben einen Ziegelstein. Also wir haben jetzt einen Ziegelstein, den wir 15 Minuten aus dieser Küche gepult haben, wo neben dem Briefkasten Ziegelstein auf dem Boden lag. Ja? Aber, stimmt. Und wir dürfen froh sein, dass wir nicht aus dem Dach, ja, eingenommen haben. Ja. Muss man schon auch sagen. Also Ziegelstein, ziemlich schwer. Ich kann förmlich spüren, wie meine Muckis wachsen. Ah, wenn wir A9 irgendwann mal haben, dann dürfen wir damit weiterlesen. Ja, bis jetzt... sehe ich da noch keine große Kombinationsmöglichkeit. Also wir können, hier ist irgendwie so ein Gitter, glaube ich. Wir können uns erstmal dieses Gitter ansuchen und dann ist hier irgendein Hausdach, irgendwas auf dem Hausdach. Ja, ja. Komm, gucken wir uns mal das Gitter an. Ja. Und zwar B4I0. B4I0. Geländer untersuchen. Die ultimative Herausforderung für Skateboarder. Ja, okay. Aber auf diesem Geländer muss man ganz ehrlich festhalten, da will man nicht Skateboard fahren. Das stimmt. Kann man irgendwas mit dem Geländer? Kann wir schon irgendwas? Nee, haben wir noch nicht. Nee. Dann gucken wir mal aufs Hausdach. I0. P5. I0, P5. Ist hier oben. Aussicht untersuchen. Geile Aussicht. Was ist denn da so geil? Das ist nichts. Das Hausdach. Das ist einfach vielleicht das Segelbötchen hier, das Wasser und so. Sieht doch schick aus. Ja, aber geil hätte ich. Schicke Aussicht. Da hätte ich jetzt auf was anderes gedacht. Okay, also, wir haben hier einen Ziegelstein genommen. Wir haben diesen super krassen Industriemagneten. Wenn wir ein Skateboard haben, können wir auf dem Geländer rumfahren? Vielleicht. Oder irgendwas aufheben. Und wenn wir noch ein Fernglas haben, können wir hier noch in die Ferne vielleicht gucken. Vielleicht, ja, stimmt. Sowas haben wir noch nicht. Das heißt, wir gehen wieder nach unten. Genau. Zur 19. Eigentlich können wir doch jetzt auch hier woanders hinfahren, oder? Ja, du bist ja. Ja, aber wir gehen natürlich erstmal, was, 194 Treppenstufen wieder nach unten? Und das immer leicht. Meinst du, sind Münzen? Nee, das können wir ja gar nicht kombinieren. Vielleicht können wir da mit dem Magneten Münzen daraus. Ach, ja, aber es ist nicht zum Kombinieren, das stimmt. Aber ja. Du hast recht, aber jetzt sind wir vielleicht bestens gewappnet, um den Knast zu besuchen. Andere Möglichkeiten haben wir auch nicht. Wir überlegen nochmal. Nee, vielleicht geht auch nicht. Das ist B4, wir brauchen wir beides. B4, B4 haben wir noch nicht. Wir haben in B4 noch nichts gefunden. Also, auf in den Knast. Wir haben schon einiges, ich habe echt Angst, dass ich hier einiges von den Anzeigen vergessen habe. Nein, schon. Haben wir alles ordentlich gemacht. Ja, ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja hier. Nee. Ja. Jetzt gucken wir uns mal den Knast an. Ja. Tada! Sieht ein bisschen aus wie so eine Flughafenschleuse. Einmal ein Poster mit Klamotten drauf. Können wir uns mal angucken. Das weiß ich noch nicht. Was man anziehen darf, was man nicht anziehen darf. Vielleicht ist es die Polizeiuniform, die erläutert wird. Sieht auf jeden Fall so aus wie seine genau. Uniform. Dann können wir wahrscheinlich mit dem Wachmann sprechen. Mhm. Ist auch witzig, dass wir direkt in dem Knast drin sind und nicht das Gebäude von außen sehen. Oder ja, so. Boah.
Dann können wir hier durch den wahrscheinlich Metalldetektor irgendwie uns mal bewegen oder uns genauer angucken. Und wir haben hier einen Spind. Wollen wir mit dem Spind mal anfangen? Und man kann durch die Tür weiter den Raum gehen. Ja, mach mal. C3. Mal, Überwachungskamera, ja, wir werden und so. Überwacht, ja. C3E7, genau. Spind. Dort kann ich meine ganzen Sachen lassen, bevor ich reingehe. Das heißt, man müsste... Okay. Wollen wir uns mal das hier angucken? Ja, genau. Was darf man vielleicht im Knast? Lüte? So, und zwar haben wir da K5P5. Das ist hier oben. Poster untersuchen. Das Poster zeigt die vorschriftsmäßige Uniform eines Gefängniswärters. Ein ockergelbes Hemd, dunkelgrüne Hosen und ein Abzeichen. Hake J9. Ah, damit wissen wir, also wir wollen natürlich ja irgendwen aus dem Gefängnis, also was heißt irgendwen, den Hacker aus dem Gefängnis holen. Und das braucht man. Das finde ich übrigens immer gut für so ein Gefängnis, erstmal allen zu sagen, wie du als Wärter aussiehst. Das ist auch groß im Posterformat. Wir müssen, also ich sehe schon, wir müssen bestimmt eine Hose in dem Becken oder irgendwas, ein Hemd in diesem Becken einfärben. Das darf nicht blau sein, das ist ja Oliven. Ja, ich weiß, blau darf es nicht sein. Also, Zitronentee. Ja, vielleicht, weil das braun hat. Ja, aber so ein Tee mit, ja. Das heißt, wir müssen das Becken vielleicht erwärmen. Also wir sind gespannt. Ihr seht schon, wir kommen hier schon auf einige tolle Ideen. Wollen wir mit dem Marien? Klauen, aus irgendeinem Spind. Meinst, vielleicht reden? Ist in dem Spind. Ja, aber in den Spind, nee, da dürfen wir unsere Sachen reintun. Ja, erstmal nur rein und umziehen. Wollen wir mit dem Marien, mit dem einfach? Ich frage mich ja, was passiert, wenn wir einfach da durchgehen. Wahrscheinlich piept es denn, weil wir haben eine Münze und einen Supermagneten bei uns. Aber können wir ja mal machen. Das ist ja auch erstmal ja, Nutzen und so. Also Z8P5. Metalldetektor untersuchen, falls E7. E7 haben wir nicht. Der Wärter winkt mich zu sich. Ich sollte ihn besser ansprechen, bevor ich hineingehe. Okay, na gut. Dann reden wir mit ihm. Und zwar ist das J0I0. Da, genau. Wärter ansprechen, gehe zur Szene L. Ja, und da gibt es dann wieder ein Gespräch. Szene L. Der Gefängniswärter. Ich würde gerne Fly sprechen. Guten Tag, der Herr. Bitte legen Sie Ihre Sachen in eines der Schließfächer. Sie dürfen nicht mit hineinnehmen. Sie dürfen nichts mit hineinnehmen. Keine Schlüssel, Münzen, Waffen, Batterien, Telefone, nichts. Bitte beachten Sie, dass Sie von einem unserer Mitarbeiter durchsucht werden und dass Sie durch einen Metalldetektor gehen müssen. Das Hineinschmuggeln von Gegenständen oder auch der bloße Versuch stellt eine Straftat dar und werden strafrechtlich Konsequenzen nach sich ziehen. Haben Sie das verstanden? Ja, verstanden. Ich lege alle meine Sachen hier hinein. Danke für Ihr Verständnis. Wichtig. Innerhalb des Gefängnisses, das heißt in allen Schauplätzen, die mit einem Gittersymbol gekennzeichnet sind, kannst du außer der Lupe keinen deiner Gegenstände verwenden. Falls du einen Gegenstand drinnen benötigst, musst du ihn irgendwie hineinschmuggeln. Tipp: Drehe alle Gegenstände, die du im Moment hast, auf die Rückseite oder stecke sie in eine der Kartentaschen im Buchdeckel. Drehe sie wieder zurück bzw. hol sie wieder heraus, wenn du das Gefängnis verlässt. Das gleiche gilt für alle Gegenstände, die du im Gefängnis erhältst. Falls du sie draußen verwenden willst, musst du sie irgendwie hinausschmuggeln. Hake E7 ab. Gehe zu Schauplatz 05. Okay, dann drehe ich hier mal unsere Gegenstände um. Bis auf die Lupe, das ist das Einzige, was du noch da haben darfst. Die liegt hier unten, genau. Sehr gut. 5. Fast. So, oh, jetzt sind wir im Gefängnis hinter der sich. Oh, da gibt es jetzt mehrere Wege. 03, 06, also 03 ist ja wieder der. Hast du mal A Way Out gespielt? A Way Out? Nee, habe ich nicht gespielt. Das ist ein fantastisches Zwei-Personen-Spiel, wo man auch aus dem Gefängnis ausbricht. Ja, aber wir sind jetzt gerade erstmal drin. Und das sieht genauso aus. Man muss auch durch so einen Ventilator und es hat Gas. Ja, wir wollen ja Sachen da rausschmuggeln. Gucken wir uns den Ventilator an. Was gibt es denn hier noch? Ein Pfeil um die Ecke können wir gehen. Dann haben wir hier. Das ist die Tür. Ein Teppich. Das ist die Tür. Das ist hier der Aufzug. Dann können wir in 3 ist zurück. Dann können wir hier noch in 6 und 7 gehen. Das ist hier die Toilette. Das ist auf weißt jeden du noch, Fall. Was man vor in diesen anderen Raum gehen konnte? Da war doch hinten ja, da war das auch 6? Nee, das war eine 4. Das war noch der Vorraum davor. Okay. Die 3 geht zurück hier in den Bereich. Okay. Ja. Das ist ein ganz schön heruntergekommenes Gefängnis, ja, muss man einfach auch mal sagen, oder? Ja, aber ich weiß, Cantaloupe, dass da überhaupt ein Gefängnis steht, muss man fest. Ein bisschen wie bei Walking Dead House, würde ich sagen. Ja, stimmt schon, ja.
Na gut. Also, machen wir? I1, M4. Du willst direkt hier in die Folge gehen? Ja, ich will mal einfach direkt in den Ventilator. Genau. Das ist ja nur mal angucken. Klimaanlage. Ja, das ist die Klimaanlage. Ja, endlich Frischluft. Ey, ey, ey. Oh, tut das gut. Mein Hirn war schon am Schmoren. Jetzt kann ich mich hoffentlich besser konzentrieren und zur Abwechslung mal was Gescheites tun. Das kennen wir alle. Frischluft tut gut. Ja, wir können natürlich die Tür hier mal untersuchen. Ich vermute, die wird abgeschlossen sein. H3P5. Tür untersuchen, falls G8? Haben wir nicht. Sonst abgeriegelt. Was sonst? Okay. Gut, gut, gut. Ja. Was ist mit dem Aufzug? Ja, können wir uns auch angucken oder? Ja, und da gehen wir wahrscheinlich direkt um die Ecke. Können wir aber auch machen, oder? Wollen wir nee, ich glaube, wir gucken erstmal. Gehen an okay. Andere Orte sind ja die gelben. Besucherbereich betreten. Gehe zu Szene C. Wäre das hier? Ah, okay. Dann würde man in den Besucherbereich gehen. Gut, dann gucken wir uns nochmal den Fahrstuhl an. Oder I6, I0. Hier unten. Aufzug untersuchen. So, jetzt geht's hier los, Alex. Falls B5? Nee, B haben wir noch gar nichts. Okay. Falls J7? J7? Nee, J9 haben wir. Sonst. Mist. Der ist mit einem Tastenfeld ausgestattet. Sieht so aus, als bräuchte ich einen vierstelligen Code, um reinzukommen. Ich sollte nichts eingeben, bis ich mir nicht sicher bin, den richtigen Code zu haben. Ich will ja schließlich keinen Alarm auslösen. Okay. Hake J1 ab. Okay, wir brauchen also den richtigen Code. Dann gehen wir jetzt hier mal um die Ecke, ne? Gehen wir in den Besucherraum, T9R1, das war was? Szene C. Da wird wieder geredet. Das ist ja jetzt die Leute, die Gefängnisinsassen besuchen wollen. Ja, genau. Da treffen wir hier natürlich. Ah ja, wir wollten ja Fly auch treffen. Wir haben ja ganz klar auch bestellt den Fly. Schön, dass wir hätten Fly nie da gesessen. Fly hat sich so gefreut. Mama kommt ihn endlich besuchen, denn wir hätten niemanden. Wir haben schon den Ausweg durch den Lüftungsschacht besucht. Und niemand sind wieder gegangen und niemand hat mit Fly geredet. Das hätte seinen Tag ruiniert. Du betrittst den Besucherraum und ziehst dir einen Stuhl heran, sodass du Jeremiah King, genannt Fly, genau gegenüber sitzt. Er trinkt Wasser aus einem Pappbecher. Seine Augen sind schmal, weil du nichts sagst, bricht der Hacker. Das der sieht so ein bisschen aus wie du, Andreas. Wenn du dir noch so ein bisschen... Ja, sogar das Hemd passt fast. Oder? Ja. Also. Na toll. Okay. Ja, und die Augen sind auch so schmal. Das sieht nicht aus wie meine Mutter. Ja, das habe ich doch gesagt. Ich habe nicht mal gelesen, dass der auf seine Mutter... Das ist so geil. Woran konntest du das festmachen? Meine Mutter hat einen besseren Modegeschmack. Uiuiui. Hast du es nicht mitbekommen? Beanie-Mützen sind wieder in. Na... Da kann ich ja froh sein, dass ich hier festsitze. Was kann ich für dich tun? Du bist der, den sie Fly nennen. Ja, das ist wohl so. Als Teenager hockte ich ständig im Netz rum und kam nicht los davon. Das hat mir wohl den Namen eingebrockt. Oder die Tatsache, dass ich gerne knietief in der Scheiße stecke. Kommt drauf an, wen du fragst. Geht's um meine Anhörung? Nun, ich bin zwar kein Arzt, aber... Hört sich jetzt nicht an, als ob dir was fehlt. Nein, mal im Ernst. Als ich einen alten Freund nach dem besten Hacker der Stadt gefragt habe, ist dein Name gefallen. Das hier ist sozusagen ein Vorstellungsgespräch. Ein Vorstellungsgespräch? Falls du es noch nicht bemerkt hast, stehe ich dem Arbeitsmarkt momentan nicht zur Verfügung. Ach, sowas kommt hier und da schon mal vor, wenn man das tut, was ich so tue. Aber ich pflege immer zu sagen, jedes Problem lässt sich mit ein wenig Grips lösen. Echt? Bei dir? Dann viel Glück. Die Wärter lassen mich noch nicht einmal in die Nähe eines Computers. Ach so, ich dachte ja daran, dich hier rauszuholen. Ja, nee, ist klar. Seid ihr Freunde in hohen Positionen oder sowas? Ganz im Gegenteil. Sagt dir der Name Oz Carpenter was? Ja, ja. Aus Namen habe ich schon mal gehört. Ein berüchtigter Betrüger und Dieb. Soll aber das Zeitliche gesegnet haben. Nicht ganz. Er ist nur für ein paar Jahre untergetaucht. Aber jetzt ist er zurück und auf der Suche nach einem Team. Moment mal. Du bist Hook? Wie er...
bleibt und lebt. Das nenne ich mal eine interessante Wendung. Ich muss wissen, ob du so gut bist, wie die Leute sagen. Warum geht's denn? Bank? Casino? Privatgelände. So, so. Privatgelände. Puh, tja, klar. Das dürfte ich hinkriegen. Du weißt ja noch gar nicht, um wessen Besitz es sich handelst. Du murmelst was von Whites Villa und siehst, wie Fly die Kinnlade runterfällt. Oha. Genau. Verdammt. Bist du etwa hinter dem ITP her? Hör mal, wenn das zu viel für dich ist, kann ich das gut verstehen. War nett, dich kennengelernt zu haben. Das Wasser geht auf mich. Nur... Nein, nein. Ich pack das. Wann soll's losgehen? Gib mir ein paar Stunden. Ich muss mir noch einfallen lassen, wie ich dich hier rausbekomme. Und außerdem brauche ich noch ein weiteres Teammitglied. Weißt du irgendwas über diesen Laden, was von Nütze sein könnte? Na klar. Lass mich kurz nachdenken. Es gibt Wärter, Kameras, das Übliche. Vielleicht solltest du dir zuerst die Blaupausen des Gebäudes besorgen, damit du weißt, wohin du dich bewegen kannst. Blaupausen, alles klar. Was noch? Nee, die Wärter wechseln ungefähr einmal pro Woche. Du könntest dich wahrscheinlich als einer von ihnen ausgeben und es würde niemandem auffallen. Aber Mist, wir haben ein ganz anderes Problem. Ich höre. Naja, am besten holst du mich raus, wenn gerade Schichtwechsel ist und ich in meiner Zelle hocke. Allerdings müsste ich dazu irgendwie meine Zellentür aufkriegen und du die Haupttüren im zweiten Stock... Einfach wird es nicht. Die Haupttüren können nämlich nur von außen geöffnet werden und dazu braucht es eine Schlüsselkarte. Ja, das kriegen wir schon hin. Wahrscheinlich kann ich eine Karte von einem der Wärter mopsen. Also sind die Zellentüren das Problem? Ja, ja. Die haben vor kurzem ihr Sicherheitssystem aktualisiert. Der Direktor muss das Öffnen der Zellen von seinem Computer aus bestätigen. Und ich vermute, du weißt nicht, wie man sich in den Computer einhackt. Hey, hey, ich habe mal Minesweeper gespielt und beinahe gewonnen. Beeindruckend, oder? Naja, ich musste irgendwie Zugriff verschaffen. Vielleicht, indem wir einen Sender installieren oder so. Sag mal, könntest du in meine Wohnung gehen und einen holen? Ich habe ihn im Badezimmer versteckt. Da haben die Bullen sicher nicht nachgesucht. Meine Adresse ist Maurerstraße 205, Wohnung 1406. Sender holen, alles klar. Und was mache ich damit, wenn ich ihn habe? Du musst den Computer des Direktors verbinden. Hast du sowas schon mal installiert? Ja, MacKeeper. Aber das ist schon etwas her. MacKeeper ist ein Antivirusprogramm. Mhm. Vergiss es. Der müsste sowieso Plug and Play unterstützen. Einfach den USB-Anschluss anschließen und fertig. Aber jetzt kommt der kniffligere Part. Ich brauche ein Mobiltelefon, damit ich ihn auf Sender zugreifen kann. Damit ich auf den Sender zugreifen kann. Ja, das wird echt nicht leicht, eins hier reinzubekommen. Die haben mich am Eingang gefilzt. Und den Sender würden sie dir auch gleich abnehmen? Du musst deinen Weg finden. Und dann musst du dir noch einfallen lassen, wie ich das Mobiltelefon rankomme. Alles klar. Verstanden. Sonst noch was? Naja, was soll ich sagen? Es wird verdammt schwer sein, frei herumzulaufen, ohne gesehen zu werden. Wie viele Werte haben die? Was meinst du? Kennen die sich alle gegenseitig? Glaubst du, ich könnte mich frei herumbewegen, wenn ich wie ein Wärter angezogen wäre? Du könntest es versuchen. Auf jeden Fall wird es einfacher machen, sobald du mal oben bist. Dazu brauchst du übrigens einen Code für den Aufzug. Aber das lass mal meine Sorge sein. Den Code kann ich dir besorgen. Du hörst von mir. Klingt gut. War's das? Ja, ja. Viel Glück. Mann, danke, Mann. Aber ich glaube nicht an Glück. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stehst du auf, verlässt den Raum. Hake B4 ab, gehe zurück zu Schauplatz. Guck mal, jetzt wäre hier nur, also, der hat uns ja hier seine Wohnung gesagt, ne? Genau, Maurerstraße 205. 1406, man kann mal, vielleicht ist es nachher ein Code, den man umändern muss, oder? Müssen wir mal gucken. 1406. Kann man das nicht jetzt probieren? Nee, wir haben ja keine Tabelle. Wir haben ja keine Code-Umwandlungstabelle. Nee, die müsste an irgendeiner Stelle so sein. Aber das könnte vielleicht ein Hinweis sein, wenn wir an der Wohnung... Und sich das jetzt aufzuschreiben, ist ja, keine Option? Ja, das ist eine Option, ja. Wenn man bräuchte dann was,
Das stand hier, bei sonst steht immer was bei, man braucht Zettel und Stift, um sich Notizen zu machen. Ja, das stand ja auch, du kannst ja auch Notizen auch zum Thema das abstreichen. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? 206, Wohnung 14406. 205 war es. Straße 205, Wohnung 1406. Ja, das genau machen so wir mal gedanklich, machen wir uns mal. Okay, Notizen. Jetzt gehen wir zurück zu Schauplatz Nummer 5. Ja, das heißt, wir sind wieder im Innenbereich und haben jetzt natürlich hier noch zwei Türen, auf die wir eingehen können. Wollen wir auf Toilette gehen? Musst du mal auf Toilette? Ist jetzt eigentlich Zeit, auf Toilette zu gehen, ja. Andreas? Ich frage mich nämlich tatsächlich, ob wir jetzt nicht auf die Toilette gehen. Ja. Wir gehen jetzt einfach auf Toilette. Und vielleicht kommen wir wieder. Vielleicht aber wir auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Ja? Vielleicht ist es hier der Moment, wo ihr auf Toilette gehen müsst, um zu erfahren, wie es hier weitergeht. In diesem Sinne. Oder, Alex? Auf jeden Fall. Ist das eine gute Abmoderation? Es ist meine erste Abmoderation. Ja. Zumindest die Einleitung. Es könnte eine werden. Ja, es ist eine Abmoderation. Ich habe mich gefreut, Andreas. Ich bin, nachdem ich mir die Hände gründlich gewaschen habe auf Toilette, schon sehr gespannt, weiter in diesem Buch zu blättern. Oder? Ich finde, es macht tatsächlich großen Spaß. Und es ist ja auch nur der Beginn einer Reihe. Es gibt ja dann schon mehrere Bücher. Das ist also nicht das einzige Abenteuerbuch, was euch erwarten wird. Ach, okay. Ja. Ich finde es tatsächlich auch, das macht... Also ich weiß nicht so richtig, ob ich es alleine spielen würde. Könnte man bestimmt auch machen. Es macht, glaube ich, zu zwei, zu dritt, in so einer Konstellation, glaube ich, schon mehr Spaß. Also genau, gerade jetzt so zu zweit, sich das auch vorzulesen, sich Zeit zu nehmen. Weil so, also es ist ja nicht richtig viel Spiel, muss ich sagen. Nee, also es ist so ein bisschen erleben. Man liest sich halt die Sachen durch und man erlebt es zu zweit und das macht Spaß. Das hatte ich auch, als ich dieses, dieses Ausbrecherspiel gespielt habe, hier Way Out, war das auch so. Das ist mit einem guten Freund, spielt man das, man erlebt die Sachen zusammen, man liest sich die Geschichten vor, das hier mit verteilten Rollen zu machen. Macht das auch irgendwie großen Spaß so und das ist bringt genauso, mehr Bock, auf jeden Fall. Mit der Freundin zu Hause im Lockdown oder mit anderen Freunden. Die man oder doch alleine giggelnd unter der Bettdecke. Würdest du das machen? Ich bin alleine unter der Bettdecke? Ja, wahrscheinlich nicht. Also, wenn man die Möglichkeit hat, so wie hier jetzt, finde ich das natürlich großartig. Das also, ich glaube auch eben mit den Karten, ob ich die dann alleine unter der... Also ja, natürlich kann man alleine spielen, aber ich bin eh nicht so der Solo-Spieler. Ach nee, die Karten dürfen wir noch nicht umdrehen. Wir sind immer noch im Knast. Mein Gott, mein Gott. Ja, ich bin mal gespannt. Mir macht auf jeden Fall tatsächlich großen Spaß. Ich finde es echt, wir machen aber auch so Geschichts... Dinge, wo man was erleben kann, großen Spaß. Ich habe da immer Lust, mehr zu erleben, mehr zu entdecken, zu gucken, wie das weitergeht. Das ist halt immer auch natürlich ein Zeitfresser. Aber was stand da drauf? 8 Stunden? Das kann man schon mal machen. 2 Samstagnachmittage hat man es durch. Ja, oder man ist so gefesselt und zieht es einfach durch. Dann ist man am nächsten Morgen, dann hat man so einen Blick wie Andreas gerade. Du sagst das immer so, aber du würdest auch das nicht 8 Stunden durchspielen. Ja, aber ich meine... Wie lang gingen unsere Rebellenpartien? Also, wenn man jetzt sagt, man trifft sich mal mit dem Vorhaben, es zu tun. Du hast sogar erzählt, dass es jemand wirklich durchgezogen hat. Ja, im Social Media gibt es sicherlich die einen oder anderen, der dann meinte, 6-7 Stunden später war er dann fertig. Das wäre doch was Tolles für die Kommentare. Lasst uns mal wissen, kennt ihr es schon? Habt ihr es schon gespielt? Wie viele Partien oder wie viele Abende hat es euch Vergnügen beschert? Oder habt ihr einfach... Sonntag zum Frühstück angefangen und wart bei der Pizzabestellung am Abend dann fertig, weil ihr keine Zeit zum Kochen hattet? Möglich. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Schaut mal, ob es weitergeht. Vielleicht mit einer anderen Sache, vielleicht hier mit diesem Abenteuer. Ich bin nicht der Andreas, sondern der Alex. Und ich bin nicht der Alex und vielleicht sehen wir uns auch mal wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis ganz bald. Ciao.